there's nothing left at all. Früher oder später kommt man darauf, dass es eben toll ist, dieses Gefühl, diese Freiheit, dieses Selbst zu bestimmen, wo man jetzt hin will, wo man vielleicht auch alleine, ganz alleine für sich sein will. Und da ist eben das mit dem Motorrad ist natürlich ganz perfekt. Der Pass, der Gotthard-Pass, mit dem Motorrad zu fahren, das ist irgendwie so, ja, you feel free. Du bist einfach frei und du kannst irgendwie frei bestimmen, wo du hinfährst. Und hier oben zu sein mit einem schönen, soll ich sagen, sonnigen Wetter, wobei es ändert immer schnell in den Bergen, ist natürlich schon was Spezielles. Deswegen heute schön mit der Harley unterwegs und hier auf dem Gotthard zu sein, vielleicht sogar die alte Straße, die Tremola hinab. Und wenn man das so sieht, ich meine, die ganzen Bergen, diese Kraft, die das ausstrahlt hier oben, das ist schon wahnsinnig. Das sind eigentlich Jahrmillionen, ne? die so auf dem Hang liegen. Die waren schon immer da, werden wahrscheinlich auch immer da sein. Es ist wirklich, wirklich speziell schön. Feel free, ride free. Es ist schon auch ein Teil des Rock'n'Rolls. Ich denke, das macht das Leben lebenswert. Das ist auch interessant, ein bisschen auf Abenteuerreise zu gehen. Ich bin auch ein Mensch, der gerne Abenteuer hat, der einfach mal von sich aus sagt, irgendwie an einem schönen Morgen, jetzt gehe ich irgendwo hin, wo mich der Wind hinbläst oder hinträgt. Und ich denke, das ist eben dann schön, wenn man das mit einem Motorrad machen kann. Weil da hast du so richtig dieses Feel Free, wie soll ich sagen, Sensation. Ne? Ungefähr 1200 hat man hier eine kleine Kapelle nach dem Sankt Gotthard benannt. Und das hat mich schon immer fasziniert, diese langjährige Geschichte. Und ich meine, Kindheit hier oben, das war immer das Geilste irgendwie. Man konnte hin und her hüpfen hier auf dem Gestein. Wie gesagt, Mineralien sammeln, endlich mal aus dem Auto steigen. Und für uns Kinder war es ja immer das Wichtigste, dass man hin und her springen konnte, frei auf dem Gestein. Ich bin in Zürich geboren, also Schweizerdeutsch eigentlich von Haus aus gesprochen immer. Dann im Tessin transplantiert, also auf Italienisch aufgewachsen. Französisch in der Schule musste sein. Da ist das Sprachchaos schon mal komplett. Und Rock'n'Roll, da spricht man Englisch, da singt man Englisch. Deswegen ist es manchmal für mich ziemlich kompliziert, etwas in einer Sprache rüberzubringen. Das kann ich am besten mit der Musik dann meistens. Also ich habe ein Riesenglück, das merke ich heutzutage, wenn ich mit vielen Kollegen über Jugend und über Erinnerungen spreche. Ich habe das Glück, dass ich eine wunderbare Familie hatte, meine Eltern, meine Geschwister. Es war immer ein idyllisches Dasein und ich habe schöne Erinnerungen dabei. Weil ich weiß, heutzutage ist es immer schwieriger, dass man diese Verhältnisse hat in einer Familie. Und da bin ich sehr dankbar natürlich. Ich habe schöne Erinnerungen, wie gesagt. Man hatte natürlich auch Diskussionen. Das ist auch ganz normal, denke ich, in jeder Familie. Und jedes Kind hat mal seine knappe 5 Minuten. Und die hatte ich sicher auch, habe ich wahrscheinlich immer noch. Wobei
es hat schon ein gutes Fundament gehabt. Und das ist, denke ich, ist auch für mein Leben sehr wichtig. Ich habe das auch mit der Musik dann ausgenutzt, weil ich wusste, man muss ein gutes Fundament haben. Man muss, wenn man ein Haus baut, muss man ein gutes Fundament haben, dass es stabil wirkt. Und das ist bei der Arbeit zum Beispiel auch so, bei der Musik auch. An der Basis von der Musik ist zum Beispiel die Freundschaft. Das ist sehr wichtig. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch eins der Erfolgsrezepte von Gott hat, dass man gute Freunde ist zuerst mal, dass man durch dick und dünn geht. Es gibt nicht immer nur schöne Seiten, es gibt auch schlechte Seiten. Die muss man eben dann meistern zusammen. Das gibt dann auch einen gewissen Halt. Und ich denke, das habe ich von meiner Jugendzeit noch, dieses Streben schon ein bisschen, aber eben mit Fundament. Als Gotthard, wir hatten einen anderen Namen, der hieß Crack. Und der Crack ist ja eigentlich eine Droge, auch unter anderem, die genau zu dieser Zeit, wo wir uns so benannt haben, rausgekommen ist. Also ich spreche hier von den Anfangs 90ern. Und dann hat man natürlich in der Band gesagt, den Namen können wir nicht behalten, wir müssen was anderes nehmen, einen anderen Namen, einen typisch Schweizer vielleicht Name, weil wir sind eine Schweizer Band, wieso nicht? Und da kamen natürlich alle möglichen lustige oder weniger lustige Namen zum Vorschein. Ich denke da an Fondue, der eine sagte Emmentaler, der andere sagte irgendwie eine Uhrmarke. Und da kam der Leo Leoni, der Gitarrist, der sagte, ja, vielleicht Gotthard wäre auch cool. Und wir dachten, Gotthard, hey, Moment mal, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil Gotthard, das ist ein Gestein, ein Gebirge, ein riesiges Massiv. Was die Musik, die wir spielen, ist Rock'n'Roll, also ein Stein, Rock, vom englischen Rock. Das passt genau. Und Gotthard, das ist auch ein typischer Schweizer Berg. Wir haben Autobahn, Schilder überall, ist also auch eine gute Reklame. Und da dachten wir, hey, das wäre doch eine gute Idee, lass uns Gotthard nennen. Und so siehst du wieder mal, man sieht wieder mal, dieser Berg hat einfach mein Leben geprägt irgendwie. Und ich bin sicher, er wird es weiterhin auch. Vom Hause aus hieß es immer, du kannst schon Musik machen, das ist okay. Ich wollte schon immer Musiker sein. Aber es hieß, zuerst musst du einen sogenannten normalen Beruf erlernen. Dann kannst du mit deinem Diplom machen, was du willst. Und ich bin heute noch dankbar meinen Eltern, die das mir so in den Kopf gepresst haben, dass ich eben zuerst mal einen sogenannten normalen Job aussuche. Ich bin dann Goldschmied geworden. Auch nicht zuletzt, weil ich eben schon mit Steinen und mit Mineralien, also Edelsteinen und dann eben noch mit Metallen. Ich wollte was kreieren mit den Händen. Ich wollte irgendwie artistisch schon etwas kreieren, und Goldschmied ist ja eigentlich ein artistischer Beruf, sehr schöner Beruf übrigens. Und ich war dann auch tatsächlich Goldschmied. Viele Jahre habe ich dann im Tessin gearbeitet, habe dann mich selbstständig gemacht, aber eigentlich immer mit der Idee, so Musik und Goldschmied so irgendwie auf demselben Level zu halten. Wenn es dann mit der Musik mal so weit geworden wäre, dass man leben kann davon, dann hätte ich das schon versucht. Und so ist es auch passiert. Aber ich denke, man hatte diesen Halt auch von einem normalen Beruf. Also man wusste jeden Moment, jederzeit, wenn etwas passiert, kann ich zurück. Da kann ich wieder Goldschmied sein und da kann man leben davon. Und vielleicht Musik als Hobby machen. Und diese Möglichkeit, jeden Moment wieder was Sicheres zu haben, ist vielleicht auch ziemlich schweizerisch. Es ist ziemlich, soll ich sagen, sich abzusichern, ist ziemlich schweizerischer Gedanke, aber hat sehr geholfen, weil man da diese Lockerheit hatte und das vielleicht auch ein bisschen wie ein Spiel genommen hat, also nicht zu ernst. Ich denke, das ist auch sehr wichtig im Leben, man soll sich nicht zu ernst nehmen. Das Leben ist zu kurz dafür, man muss einfach Spaß haben. Ich denke, es ist Spaß, natürlich alles im Rahmen und im gesunden Bereich, und das versuche ich sehr wohl.
wenn ich so zurückdenke, eigentlich wollte ich Fußballer werden. Aber ich war einfach zu brav. Ich wollte niemandem wehtun, ich war zu wenig aggressiv. Ich denke, ehrlich gesagt, ich wäre nie ein guter Fußballer geworden oder ich hätte wahrscheinlich nie mein Leben mit Fußball, soll ich sagen, auskommen können. Das hätte gar nicht funktioniert. Aber Musik war dann ziemlich so mit 12, 13 war es bei mir geschehen. Ich wusste, ich will Schlagzeuger werden, ich will Musik machen. Möglichst laut muss es sein. Also welches besseres Instrument als ein Schlagzeug. Und das war dann eben natürlich auch für die Nachbarn nicht so toll. Die hatten da natürlich keine freie Minute mehr zu Hause, als da der junge Steve auf dem Schlagzeug hämmerte wie wild. Irgendwann war es dann eben so weit, dass ich gemerkt habe, Musik, das ist das, was mir das Herz mit Freude füllt. Ich konnte mich da wirklich ausleben, weil ich auch ein ziemlich ruhiger Mensch bin, vielleicht sogar ein bisschen schüchtern, aber Musik, mit Musik konnte ich aus mir rauskommen. Das ist heute noch so. Viele Leute fragen mich und sagen, wie kannst du das nur tun? Wie kannst du ein Konzert mit 20.000 Leuten vor dir ohne Probleme durchmachen, wo du ja eigentlich ein ziemlich ruhiger Typ bist, ein bisschen zurückhaltender Typ. Ich denke, da ist wie eine Metamorphose in mir drin. Das ist das andere Ich, the other side of me. Wir haben übrigens auch einen Song darüber geschrieben, der eben raus muss, der rauskommt. Und ich finde das auch sehr schön, dass man eben verschiedene Facetten von sich selbst auch neu entdeckt manchmal. Das ist auch ein Teil, dass das Leben lebenswert macht. Es ist tatsächlich so, dass ich auch eine Ausgewogenheit brauche im Leben, weil Musik zu machen, Rock'n'Roll, Sänger zu sein, ist wirklich etwas, was sehr hektisch sein kann, was mit viel Lautstärke zu tun hat und mit viel Energie. Und ich bin dann ein Mensch, der diese Ausgewogenheit dann braucht, eben dieses Yin und Yang ein bisschen sucht. Denn ich bin eigentlich auch ein Mensch, der gerne Ruhe um sich hat. Und ich brauche das eben auch, dass man sich selbst immer wieder findet. Ich denke, es ist auch ein Beruf, der sehr, sehr viel Kreativität verlangt, wo man immer wieder nach neuen Themen sucht, sich immer wieder beweisen muss. Und ich kann nur das Beste von mir geben, wenn ich eben auch mich wieder gut erholen kann. Und erholen kann ich mich hier am besten, in der Natur, im Freien irgendwie. We'll be right back.
älter werden, das hat mich eigentlich noch nie groß beschäftigt, weil ich sage mir immer, du bist so alt, wie du dich fühlst. Es gibt auch viele Leute, die jünger sind als ich und die ich irgendwie schon älter sehe als ich. Die haben vielleicht eine alte Einstellung. Es gibt aber auf der anderen Seite, und das finde ich auch toll, es gibt Leute, die über 70 sind, die noch sehr jung im Herzen sind, die Spaß haben, auch mal was Neues auszuprobieren. Und sich immer wieder aufs Neue etwas einfallen lassen, dass eben das Leben nicht verleidet oder nicht langweilig erscheint. Älter werden, das passt eigentlich auch gut zusammen, weil ich denke, ich sehe das wie ein guter Wein, der besser wird mit der Zeit in einem Fass. Und ich denke, je mehr Erfahrung, die man sammelt eben mit der Musik, umso mehr kann man eben vielleicht auch was bieten, umso mehr Themen hat man auch, weil man eben Lebenserfahrung hat. Mit 20 kann man nicht über das Leben, Gott und die Welt singen. Mit 40 ist es schon einfacher, weil man schon einiges erlebt hat. Deswegen sehe ich das als eine positive Sache. Hab eigentlich auch kein Problem damit, solange die Gesundheit bleibt, solange man nicht ein Problem wird, auch für andere Leute, habe ich kein Problem, älter zu werden. Aber ich versuche schon, fit zu bleiben, möglichst gesund zu leben und eben Spaß zu haben. Ihr seht, das Wort Spaß kommt bei mir immer wieder zum Vorschein. Aber ich denke, das ist sehr wichtig. Wenn man keinen Spaß hat, dann ist es irgendwie nicht oder nur die Hälfte so viel wert, das ganze Leben, oder? Ob es jetzt in Japan oder in Russland oder in Südamerika ist oder natürlich bei uns in Europa, die Leute haben Spaß an guten Melodien, guter Musik und Energie. Das ist der rote Faden. Aber von der Musik zu leben, das macht viele Sachen eben, wie gesagt, anders. Weil das bist nicht nur du mit deiner Musik und mit deiner Band, sondern eben das ganze Umfeld. Man hört das nicht gerne, aber Musik ist auch ein Produkt. Und genau wie jedes Produkt versucht man das zu verkaufen, versucht man es irgendwie gut rüberzubringen und zu vermarkten. Aber da ist eben für mich manchmal auch mit gewissen Kompromissen verbunden, die man nicht gerne tut. Man muss ein gewisses Image haben, man darf dieses und das nicht sagen. Da vergisse ich mich manchmal, aber ich bin auch stolz, dass es so ist, weil was man hier so sieht, das ist eben der Steve, Sänger von Gotthard oder eben nicht Sänger von Gotthard. Das ist dasselbe. Irgendwie, ich bin einfach so und ich habe das Glück, dass es zum Glück alles unter einen Hut passt. Und das kommt dann eben umso echter rüber. Und ich denke, das merken auch die Leute, weil das merkt man schon. Ich wäre ein schlechter Schauspieler. Und ich denke, wenn ich jetzt nicht gerne singen würde, würde man das merken auf der Bühne auf jeden Fall. One life, one soul, forever I go. Follow me, follow me, wherever I go. Come on! No. Ich sehe mich eigentlich wie jemand, der da unten steht. Ich sehe mich nicht als jemand, der vielleicht anders ist, weil er auf der Bühne ist. Sicher, vielleicht kann man vielleicht besser singen als die meisten, die da zu dem Konzert kommen. Aber ich denke, es ist wirklich eine Gottesgabe, jetzt in meinem Fall, dass man eine Stimme bekommen hat, die vielleicht nicht üblich ist in diesem Beruf. Und da habe ich auch Freude und gebe das gerne weiter. Aber nicht deswegen habe ich das Gefühl, ich sei mehr wert als jemand anders oder so. Aber viele Leute sehen einem dann eben in einem ganz anderen Licht. Da habe ich eine kleine Anekdote.